dann doch nicht gefällt. Naja, okay. Was kann ich für euch tun? Habt ihr in dieser Gegend Drachen gesehen? Kann ich nicht bestätigen. Ihr braucht die Kann Kirche? Man so sagen, ja. Roman, der Priester, würde sagen, dass es der wichtigste Posten im ganzen Dorf ist. Ich würde ihn jedoch den nutzlosesten nennen. Im Trümmertal sieht man kaum Fremde und die wenigen, die es hierher verschlägt, verbringen die meiste Zeit im Schwarzen Eber. Ja, lebt wohl! Also auch wenn ich so richtig gespräche... Ihr seht blass aus, mein Sohn. Was wiegt so schwer auf eurem Gewissen? Ach, liebe Meister, das Drücken reicht, um... Ich habe in der Mine die Schaufel und Hacke eines Kameraden gestohlen. Ich hätte nur Kopf drum zu haben. Das ist der erste Schritt zur Erlösung. Hier ruht Pater Paul. Aha. Endlich da, wo ihn jeder haben wollte. Na, wicked. Hier ruht Bertha. Auf Bertha. Das erste Schwein, das ein würdiges Begräbnis bekommen hat, ganz wie es sich Folo wünschte. Schwein begraben. Die sind noch nicht überall drauf, oder was? Nee, da steht gar nichts drauf. Na, da steht sowas. Hier ruht Michelle. Auf Michelle. Sie hat den Männern nicht nur den Kopf verdreht. Was ist sonst? Das Schwänzel oder was? Hier ruht die kleine Lisa. Ihr Schicksal sollte uns allen eine Lehre sein. Trolle sind keine kuscheligen Teddybären. Ja. Hier ruht Hans, der Glückspilz. Seit ihn sein Glück verlassen hat. Mhm. Hier ruht Simon, der Lügner. Zumindest glauben wir, dass er das tut. Da will bestimmt angequatscht werden hier. Hier ruhte Tillmann. Ruhte? Bis ihn sich ein Nekromant schnappte. Na, die Grabsteine sind alle ein bisschen merkwürdig. Hier ruht Berold. Er wurde ermordet. Doch von wem? Hier ruhte Tillmann. Das haben wir schon, ja. Bis ihn sich ein Nek... Hier ruht Flatt. Ja, Flatt. Bitte nicht stören. Bitte nicht stören. Hase. Wer? Wen? Ich glaube nicht viel. Ah, Flüchtlinge, Flüchtlinge. Der Sieg ist mein. Der Sieg ist mein, wie das da liegt. Warum auch nicht? Was ist das hier? Oh, hier ist wieder ein Ding hier, ein Fall hier, verschlossen. Auch da habe ich gar nicht bei der anderen geguckt, ob die offen war. Hier wird uns Köpplings geschlachtet haben. Okay, hier ist scheinbar nichts, was eigentlich aus dem Kessel reicht. Komm mal hier, wer ist das? Was wollt ihr hier, wenn ihr mir doch sowieso nicht helft? Ich liebe Schadenfreude, Folo. Solltet ihr auch mal probieren. Das ist der Folo. Erbärmlicher Kerl, ihr wisst doch gar nicht, was Liebe ist. Das stimmt, Folo. Ich bleibe nicht mal zum Frühstück. Ach, lass mich in Ruhe. Also die mit den Fragezeichen, mit den Ausrufezeichen, sollen wir scheinbar alle einquatschen. Aber ich gucke mir erstmal das Dorf hier in Ruhe an. Ich mache, glaube ich, nicht gerne Hühner erschieße. Großartig! Scheint die nicht sonderlich zu interessieren. Na gut, bin ich nicht interessiert. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Schwierigkeiten, die Gegenstände zu identifizieren, die man zerschießen bzw. plündern kann. Beziehungsweise das Saft. Saft.
Oh, das sieht geil aus. Cool. So. Schmied, ich brauche kurz eure Hilfe. Jetzt nicht, ich bin sehr beschäftigt. So wollt ihr doch nicht einen Kunden abweisen, oder? Ich würde sogar den Göttlichen persönlich abweisen. Ich hab zu tun. Ich soll durchhören, ich hab mir den. Was? Nicht zu holen. Können wir noch was klauen? Nicht so aus. Nee. Nee. Kiste. Kleine Kiste. Nicht toll. Ach, hier scheint es zu Ende zu sein, das Dorf. Oder die Burg oder was auch immer. Das ist hier. Hier drüben. Ach, haben wir den schon gequatscht? Hm. Ach, was hat er vorhin gesagt? Der ist auf dem Turm. Wozu hat er vor uns vor? Schwingt die Schwerter, ihr Maden! Was ist das los? Muss schneller gehen! Ach so. Kann man auch was gewinnen? Sieht nicht so aus. Kisten? Ah, Gold. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Gold, draußen in der Kiste, die draußen vor der Tür steht, ist ja auch schon mal ein bisschen merkwürdig. Weißt du das Neueste? Was denn? Dirk hat eine Affäre. Nein, ganz sicher? Fast jede Nacht schleicht er sich davon. Warum sonst würde er das tun? Mhm. Habt ihr gehört, was sie über Drachentöter sagen? Dass Drachentöter so groß wie Trolle sind und ebenso stark. Ich bin übrigens ein Drachentöter und darüber hinaus können diese Drachentöter Blitze mit ihren Augen erschleudern. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als herumzutratschen? Nee, ich will mir das hier sagen. Was ihr nicht sagt, das muss ich jedem erzählen. Das musst du dir anhören. Lass hören. Olli erzählt jedem, dass er einen Drachen gesehen hat. Dieser alte Schwätzer. Seit mehr als 20 Jahren gibt es hier keine Drachen mehr. Stan versucht, ihn wieder zur Besinnung zu bringen. Ich habe nicht mehr davon hören. Fällt mal her mit dem Drachen hier. Habt ihr schon gehört? Was gehört? Unrat hat mir erzählt, dass er Leutnant Ludwig heute Morgen im Wald gesehen hat. Ohne Hose. Was ist das, die Klatschweiber oder was? Nicht wahr? Zum Fürchten. Kann ich nicht erschießen. Nee, schade. Klatschbalken. So, ach, hier sind wir bei den Händler. Und das hier, auch mit noch Stein. Da halt, geht noch irgendwo lang, hier auf den Händler. Habt ihr die Geschichte der Drachenritter schon gelesen? Ein faszinierendes Werk, muss man gelesen haben. Mhm. Ach, hier wird es lang. Ja, so richtig weiß ich nicht, was ich tun soll. Das muss ich auch mal so sagen. Ach so. Ach, die Turm. Ich dachte, ich würde hier mit richtigen Soldaten arbeiten.